Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von und mit mir, Knut. Matthiessen ist mein Name. Heute in ungewohnt anderer Form, in anderem Format, dafür aber besonders hässlich. Es geht heute tatsächlich um ein sogenanntes Wunschkonzert. Ich habe mal wieder etwas fantasiert und wollte diese Fantasien mit euch teilen. Nein, es wird nicht schmutzig, ihr könnt dranbleiben. Und zwar geht es tatsächlich um nichts Geringeres als um ein paar Gedanken zu Verbesserung und Erweiterung zum Thema Automobilista 2. Ihr wisst, vielleicht auch nicht, aber spätestens nachdem ich es gleich gesagt habe, dass Automobilista 2 zu meinen wirklichen Lieblingssimulationen gehört und aktuell die Simulation ist, die ich wirklich am allermeisten fahre. Ja, tatsächlich, also ich habe meine Phasen, aktuell ist Automobilista 2 Phase. Das bedeutet wiederum, dass ich natürlich in meiner Hochphase der Benutzung explizit alles im Detail komplett durchnutze. Und dabei fallen mir gewisse Dinge auf, die ich heute in diesem Kontext, in diesem Rahmen von diesem Video mit euch besprechen möchte. Wir fangen einfach an mit Punkt 1, Individualisierungsmöglichkeiten im Singleplayer-Bereich oder wie ich ihn immer nenne, den Hotkind-Bereich. Ja, ich bin ja tatsächlich jemand, der nicht vorwiegend Multiplayer und Online-Competition mag, deswegen ist es für mich eigentlich tatsächlich sehr wichtig, dass eine Simulation auch immer einen guten Gesamtcontent für Kontext, Offline-Fahrer, Singleplayer, also diesen sogenannten Hotkind-Bereich, wie ich es immer nenne, bietet. Für alle, die mit Hotkind den Begriff nichts anfangen können, die schreiben jetzt mal ein Hashtag Otze in die Kommentare. Hashtag Otze, Hashtag Hotkind, Hashtag Schlüsselkind. Was meine ich mit Individualisierungsmöglichkeiten im Singleplayer-Bereich? Natürlich die Erweiterung von Möglichkeiten für die Individualisierung von diversen Rennevents, darunter zum Beispiel die Auswahl von einzelnen Fahrzeugen aus Fahrzeugklassen. Sowas zum Beispiel wie, ich möchte aus der GT3 Gen 2 Klasse zwei Fahrzeuge mit drei Fahrzeugen der Gruppe C mischen. Der zweite Punkt, der sicherlich ziemlich cool wäre, wären für die Suche und die Konfiguration von solchen Inhalten die Möglichkeit von Filterung. Ich kann es ja einfach mal hier oben einblenden. Das Menü für die Fahrzeugauswahl, also wenn ihr auf das Fahrzeug geht und euch anschaut, wie sieht es aus und was für Werte hat es, das sind 15 Attribute. Nach diesen zu filtern wäre ein tatsächliches Träumchen. Beispielsweise, keine Ahnung, Filter, zeigt mir alle Fahrzeuge, die H-Shifter haben. Unabhängig von Fahrzeugklasse, unabhängig von Epoche, unabhängig von irgendwas. Heute habe ich Bock auf H-Shifter, was haben wir für Fahrzeuge zur Verfügung? Nur als Beispiel. Oder zeigt mir Fahrzeuge, die bis 400 PS haben. Oder sowas. Also auch Freitext suchen, gerade für Strecken, also unabhängig der Graduierung des Herkunftslandes oder sonstigen Einstellungen, die ja quasi schon über diese Vormenüs auswählbar sind, tatsächlich eine echte Volltextsuche, die dir direkt die Strecken bringt, die den entsprechenden Suchkriterien ja, entsprechend. Dann geht es weiter mit der Anpassung von KIs. Also wir haben unser Rennen konfiguriert. Dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ich jetzt kurz vor Rennen noch sagen könnte, ja, es fahren so und so viele KIs mit und der auf dem Auto soll den KI-Skill-Level haben, der soll so heißen und der soll so heißen. Solche Anpassungsmöglichkeiten nochmal während der Konfiguration, kurz vor Eventstart, würde die ganze Geschichte natürlich nochmal weitaus spannender machen. Wenn wir einmal bei den KIs sind, dann wäre es natürlich ebenso toll, wenn man die Grid-Size, also die Anzahl der KI-Fahrer entsprechend ihrer Strecken ja sinnvoll erweitern könnte. Ich denke da an Le Mans, ich denke an die Nürburgring-Nordschleife. Stellt euch vor, eine klassische VLN-Veranstaltung mit mehr als 50 Autos auf der Nordschleife, Träumchen. Klar. Also auch das würde ich mir sehr wohl wünschen. Es soll natürlich im Verhältnis der jeweiligen Strecke stehen, im Hinblick auf verfügbare Boxengassen etc. Der nächste Punkt ist ein bisschen umfangreicher, betrifft eigentlich gleich drei Unterpunkte. Und ja, wir beginnen einfach mal mit dem ersten. Es wäre aus meiner Sicht wirklich richtig, richtig cool, wenn es speicherbare Single-Race-Events gäbe. Also alles, was ihr unter dem Single-Race konfiguriert, wenn diese Konfiguration komplett fertig konfiguriert,
speicherbar werden. Also mir fallen da so Sachen ein, die man ohnehin immer fährt. Ein GT3-Rennen auf der Nordschleife oder ein Multiclass-Rennen auf der Nordschleife oder ein typisches Le Mans-Rennen auf Le Mans. Ne? Also alles solche typischen Sachen, wo sich die Strecke und die Fahrzeuge immer wieder wiederholen oder die gleichen Konfigurationen sind. Muss man halt jedes Mal neu konfigurieren. So wäre es natürlich total geil, wenn irgendwie, ja, einmal konfigurieren, speichern, fertig. Der zweite Unterpunkt, historisch bedeutsame, Event Presets. Was bedeutet das? Ich habe gerade davon gesprochen, Singleplayer Races und deren Konfiguration, also jetzt keine Ahnung, GT3, GT4 auf der Nordschleife am 25.04.2018 bei Real Weather mit der KI-Stärke, bla 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 und so weiter und so fort. Preset gespeichert. Wenn AMS2 respektive Riser auch historische, reale Events schon als vorgefertigte Presets zur Auswahl stellen würde. Ich denke an solche Sachen wie 1991 Le Mans oder der Brasilien Grand Prix 2008. Einfach per Preset, per Klick, keine Infos aus dem Internet raussuchen, nichts zusammen konfigurieren, einfach auswählen, vorgefertigte Presets, Klick und schon ist alles konfiguriert und man ist part of the game. Das wären für mich richtig nice Features. Weiter geht's im Portfolio mit einem nächsten, ja, Gedanken. Wir haben die Möglichkeiten, 24-Stunden-Rennen zu simulieren in voller Länge, mit echtem Wetter, mit einer guten KI und oder im Online-Modus, wie auch immer. Da wäre es aus meiner Sicht ein richtig, richtig nices Feature, wenn man dort ein Rennen fahren würde und könnte den Rennstand zwischenspeichern. Man fängt heute an, fährt 6 Stunden, macht dann Bubu, geht zur Arbeit, kommt nach einer Woche Montage wieder nach Hause beispielsweise und fährt dann sein 24-Stunden-Rennen weiter. Wenn man wirklich ein richtig spannendes Rennen hat und muss aber aufhören, den Zwischenstand abzuspeichern und dort wieder weiterfahren zu können, das wäre ein Riesen-Feature aus meiner Sicht, super viel wert, richtig, richtig nice. Eine letzte kleine Erwähnung noch zum Punkt Individualisierungsmöglichkeiten im Singleplayer-Bereich wären aus meiner Sicht auch sinnvollerweise die Anpassungsfähigkeit von vorgefertigten Championships, also Meisterschaften. Ich werde es einfach mal hier wieder einblenden. Ihr kennt ja die vorgefertigten Meisterschaften. Ihr könnt ja selbst eine Custom Championship erstellen oder mehrere. Ich meine, es gehen bis zu 5. Oder ihr wählt euch eben eine vorgefertigte aus. Dort würde ich mir wünschen, dass man diese fertigen Presets einfach auf sich und seine Bedürfnisse nochmal anpassen kann. Sprich, ich kann Strecken rausnehmen und neue Strecken hinzufügen. Kommen wir zum Elefanten im Raum. Das Online Ranked System. Ich persönlich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt ein super funktionierendes Online-Ranked-System in einer Simulation braucht, weil ich einfach nicht der Multiplayer-Fahrer-Typ bin. Dennoch ist es für viele, viele Leute, und ich glaube, dass Sim-Racer eher in dieser Richtung ticken, also dass der größte Teil der Sim-Racer eher eine Affinität in die Richtung Online hat und in die Richtung Multiplayer hat. Von dem her wäre ein, ich sag mal, lizenzbasiertes, skillbasiertes Online-Ranked-System super klasse, der quasi, ja, zyklisch Dailies bietet mit interessanten Konfigurationen, Streckenfahrzeugkonfigurationen, in denen sich Spieler eben online betteln und ihre entsprechenden Lizenzen und Skills grinden können. Auch aus meiner Sicht, was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, denn diese Systeme werden von den Rennfahrern gesuchtet. Dort wird der meiste Betrieb, dort wird die meiste Zeit verbracht. Das wäre aus meiner Sicht ein riesen Part, dem AMS2 einfach noch komplett fehlt. Dann geht's weiter. Natürlich auch nochmal ein ganz großes Thema, das Thema Modding. Ich glaube, das Thema Modding ist nach dem Thema Online, Ranked und Multiplayer so das zweitwichtigste und größte Thema. Nicht aus meiner eigenen Priorisierung heraus, sondern weil diese zwei Themen, also ein funktionierendes Online-System und ein gut funktionierendes Modding-System, nenne ich es mal, oder eine gute Modding-Fähigkeit, das sind Punkte, die die Racer und Leute bei Stange halten, bei der Simulation halten. Das sind Punkte, wo sich Communities bilden und vergrößern, den Moddern A
zu vereinfachen, Mod-Content in die Sim reinzubringen. Also einmal das Erstellen an sich zu vereinfachen und natürlich auf der anderen Seite auch das Verwenden und das Nutzen und das Verwalten von Mods durch die Simracer eben auch da vereinfachen. Das wäre also dann nochmal eine echte Verbesserung. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen Kleinkrams, noch so ein kleines bisschen Sand fürs Getriebe übrig. Und fangen wir einfach mal an mit dem Kraftstoff- und Reifenverbrauch, der leider Gottes global in den Gameplay-Settings konfigurierbar ist. Für mich sind das Einstellungen, die faktisch einfach komplett auf eine Event-Konfiguration mit hinzukommen müssen. Denn wenn ich auswähle, dass ich jetzt ein 24-Stunden-Rennen in 24 Minuten fahre, wobei ich da gleich zu einem Thema komme, das geht ja nicht 24 Minuten, es geht ja nur 25 Minuten. Wenn ich so ein 24-Stunden-Rennen in eben einer multiplizierten Zeit fahren möchte, möchte ich natürlich auch angepasst auf die multiplizierte Zeit meinen Reifenverschleiß und meinen Benzinverbrauch entsprechend auch multipliziert abbauend oder verbraucht haben. Und das sind für mich zwei Einstellungen, die ganz klar aus den generellen Settings rausgehören in die Event-Konfiguration rein und dass man wirklich sagen kann, okay, ich konfiguriere mein Event von der so und so Dauer multipliziert mit dem Zeitfaktor und da gehört dann auch die Multiplikation von Spritverbrauch und Reifenverschleiß mit rein. Ja, zum Abschluss habe ich noch Real Weather. Zum einen würde ich mir wünschen, dass Real Weather tatsächlich nur auswählbar oder anwählbar, anklickbar ist, wenn Daten zur Verfügung stehen über den gewünschten Zeitbereich. Man wählt ja zunächst mal sein Datum und seine Uhrzeiten aus und sagt dann unten drunter, man geht ja von oben nach unten und sagt dann da unten drunter, welches Wetter man haben möchte, ob man eine vorgefertigten Slots, Default, Random oder eben Real Weather haben möchte. Und da würde ich mir wünschen, dass wenn das Game schon weiß, naja, ich habe jetzt im Bereich von 1930 nicht Real-Weather-Daten, weil es eben erst bei 1985 anfängt, dann entweder gibt mir nicht die Möglichkeit, Real-Weather auszuwählen und jedes Mal muss ich OK drücken, wenn ich ein Jahr wieder hochklicke, oder gibt mir die Möglichkeit, wenn ich Real-Weather ausgewählt habe, nicht in ein Jahr zu gehen, wo keine Real-Weather-Daten verfügbar sind. So, zum Schluss habe ich dann noch einmal zwei Themen zur Zeiteinstellung. Zum einen würde ich mir wünschen, dass gerade im Hinblick auf Startzeiten, die Uhrzeiten granularer wählbar sind. Also wünschenswert wären für mich jetzt mal mindestens 15 Minuten Schritte. Also dass man sagen kann, okay, 15.15 Uhr, 15.30 Uhr, 15.45 Uhr oder 16 Uhr startet ein Rennen. Also das zur Rennstartzeit. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass die Dauer der Rennevents, wenn man denn nicht Runden, sondern die reine Zeit angibt, dass man dort auf die volle Minute runden kann. Ich hole mal ein Beispiel nochmal von vorhin. Ein 24-Stunden-Rennen in 24 Minuten zu simulieren, geht in AMS 2 nicht. Man kann es eben nur in 25 Minuten simulieren. Ist zwar nicht ganz so schlimm, aber schön ist auch anders. Und ganz zum Ende, die Punkte werden immer kleiner, ihr merkt das schon, würde ich mir tatsächlich auch bei Standing Start, also auch bei einem stehenden Start, tatsächlich mal wünschen, dass auch da eine Formation Lap konfigurierbar ist. Denn es gibt ganz viele Rennserien, in denen eine Formation Lap vor einem stehenden Start durchgeführt wird und das wäre schon sehr nice, wenn das auch in AMS 2 entsprechend möglich wäre. So, das waren jetzt einige meiner Ideen, Vorschläge für Autoblister 2, die Autoblister 2 aus meiner Sicht, für mich persönlich, für Knut, Autoblister 2 viel, viel besser machen würde in der Nutzbarkeit. Mit Sicherheit auch für ein breiteres Publikum, gerade in Hinsicht auf Modding oder auf Online-Verfügbarkeit sorgen könnte. Sollte ich Funktionen angesprochen haben oder vermissen, die tatsächlich schon da sind, die ich falsch interpretiere, lasst es mich gerne wissen. Lasst mich außerdem gerne wissen in den Kommentaren, was eure Wünsche für Funktionen und Erweiterungen in Automobilista 2 wären. Wäre doch mal echt interessant. Vielleicht kriegen wir am Ende des Tages eine schöne, knackige Liste zusammen, die ich dann gerne auch bei Riser entsprechend als Feature Request einreichen würde. Meine Lieben, das soll's mal wieder gewesen sein. Wunschkonzert für AMS 2 ist also vorbei. Bitte auch nicht falsch verstehen. Das war jetzt nicht irgendwie AMS ist scheiße und nur dann gut, wenn das und das vorkommt. Um Gottes Willen, ich habe es eingangs erwähnt, AMS 2, meine hauptfrequentierte Sim derzeit, gehört zu meinen absoluten Lieblingssims und das wären so die i-Tüpfelchen-Punkte, die aus meiner Sicht noch mit, ja, die ganze Sache absolut zu einer perfekten Simulation abrunden würden. Da steht an allererster Stelle das Online-Ranked-System, ein funktionierendes internes mit Lizenzsystem, eine schöne, erleichterte Modding-Fähigkeit, eine gute Modding-Schnittstelle auch für die Verwaltung, für die Racer. Das wären, glaube ich,
gute Punkte und ja, die ganzen kleineren Dinge, die über die GUI und übers Menü entsprechend noch verbessert, verfeinert werden könnten. Zeiten, Formation Lab etc. Leute, lasst mich wissen, was ihr davon haltet und was ihr für Ideen hättet, was AMS 2 noch können sollen, können müssen, sollte, können sollen, wollen könnte. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder im Cockpit. Und bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut, euer Knut.